Okay. Ich würde sagen, wir fangen an mit Farid Bang. Was sagt ihr zu Farid Bang? Farid Bang hört sich gut an. Ey, erstmal Laura. Erstmal Benny. Dankeschön für den 3. Monat. Laura, Dankeschön für den 23. Und Ditz Trick, Dankeschön für den 11. Nur Liebe, nur Liebe, nur Liebe. Oh! Jeder Mittel. 6 Minuten Song? Jeder meinte, wird zum G durch ein paar Tattoos. Deutschraps am Armageddon. Du liegst zitternd im Bett wie mit Parkinson, weil du weißt, dass der 4. Teil von AM kommt. Ich komm nach zu deinem Haus wie der Equalizer. Du hast 6 Securities bei deinen Gigs in Bayern. Im Internet haben die Fox meist die dicksten Eier. Und dein letzter Song klang, als wenn du Gippy feierst. Alleine gegen alle, so wird's bis zum Ende bleiben. Du kannst zwar das Geld verteilen, aber fällst alleine. Die einzigen, die zu mir standen in meinen schlechten Zeiten, waren keine Banger Signing, sondern meine Fangemeinde. Ich dachte mir, hä? Was mit dem Song los? Der war auf 1,2. Jeder Sorry. Meinte, wird zum G durch ein paar Tattoos. Deutschraps am Armageddon. Du liegst zitternd im Bett wie mit Parkinson, weil du weißt, dass der 4. Teil von AM kommt. Ich komm nachts zu deinem Haus wie der Equalizer. Du hast 6 Securities bei deinen Gigs in Bayern. Im Internet haben die Fox meist die dicksten Eier. Und dein letzter Song klang, als wenn du Gippy feierst. Alleine gegen alle, so wird's bis zum Ende bleiben. Du kannst zwar das Geld verteilen, aber fällst alleine. Die einzigen, die zu mir standen, in meinen schlechten Zeiten waren keine Banger-Signings, sondern meine Fangemeinde. Brüder ließen mich fallen wie beim Bungee-Springen, doch ich schaffte es wieder alleine an die Spitze. Der Stärkste auf dem Feld wird immer angegriffen, kam von nix, doch schrieb in diesem Land Geschichte. Ich musste in Würde gehen, wie ein König stehen, denn Legacy ist das, was am Ende wirklich zählt. Wir müssen noch ein Wörtchen reden, ich bin harte Schule, der Einzige, der alle disst, ohne Clan-Strukturen. Wenn ihnen gar nichts mehr einfällt, um den Stärksten zu kippen, kommen sie an mit irgendwelchen Märchengeschichten. Also wer will mich ficken, wenn du meinst, dass ich falle, steh ich immer noch hier und zwar allein gegen alle. Oh, sie produziert für Drake und macht Beats für Travis Scott, doch sein erster Schritt ins Game war ein Beat für meinen Blog. Dann rief NASA mich an: Was für ein geiler Beat, wer hat den produziert? Irgendein Schweizer Peach. Heute verfluchst du die Jungs, die dir Weed tickte, denn zu viel Gibbet führte zu Free Spirit. Ich schieß dir in dein Kopf, wenn du im Bentley sitzt. Ich trag kein 6PM, ich trag MP6. Geil, nein, Bruder. Welches Album hieß Free Spirit Release? Das war aber keine Line gegen Kollege, oder? Shindy das. Denn zu viel Gibbet führte zu Free Spirit. Ich schieß dir in dein Kopf, wenn du im Bentley sitzt. Ich trag kein 6PM, ich trag MP6. Ich schieß in deinen Kopf, wenn du im Bentley sitzt. Ich trag kein 6PM, ich trag MP6. Geile Line, Digga. Chivan, dankeschön für den 10. Monat, mein Bruder. Ich schieß dir in deinen Kopf, wenn du im Bentley sitzt. Ich trag kein 6PM, ich trag MP6. Vorschriften mit Butterfly muss ernst machen. Durch deine Montclair-Jacke direkt in die Herzklappe. Nimm dein. Was? Du im Bentley sitzt. Ich trag kein 6PM, ich trag MP6. Stech auf Vorschriften mit Butterfly muss ernst machen. Durch deine Montclair-Jacke direkt in die Herzklappe. Nimm deine Wertsachen, ich werd zu deinem Albtraum. Und Atalov sieht neben dir so wie Hulk aus. Denn auf der Straße bin ich King, ich fick Aschraf dieses Kind. Deine Marke ist nur hin, weil du ne Fahne bist im Wind. Amanassi Kim, einen gerade auf dein Kinn. Und du hast eine gebrochene Nase wie die Sphinx. Ich muss schmunzeln, wenn ich das Urteil lese. Kämpf nicht nach Mutterregeln, schlag mit nem Stuhl dein Schädel. Und keiner von euch Hunden sollte zu weit gehen. Es sei denn, er möchte in nächster Zeit in Dubai leben. Ich. Geil, alle, ja? Kuba, mein Bruder, dankeschön für den 2. Monat, ja? Ich liebe das, Dreddys! Es hat die nötige Würze, sag ich euch, wie es ist. Es muss so sein. Wenn ich das Urteil lese, kämpf nicht nach Mordteilregeln, schlag mit nem Stuhl dein Schädel. Und keiner von euch Hunden sollte zu weit gehen, es sei denn, er möchte in nächster Zeit in Dubai leben. Ich bin Multimillionär, Bruder, Alhamdulillah. Dass noch nie ne Cartier Santos an meinem Arm dran war. Oh nein, gib mal 5 Euro, ich bin auch Muslim, Bruder, ja.
Proxy, mein Bruder, dankeschön für 3 Monate. Ich diss keine Female Rapper, es macht doch keinen Sinn, wenn die Rapper Deutschlands größere Foxen sind. Rapper sind wie Spinnen, du kannst sie im Crackhaus sehen. Und mit anderen können sie es nur im Netz aufnehmen. Weil Farid direkt drauf schlägt, läufst du sofort zur Kripo. Denn du fickst mit dem Bullen wie Lotto Chico. Ich flieg nach Puerto Rico, privat in... Hi, der Lotto Chico hat doch so eine Polizeifrau geholt. Ich wollte es eigentlich on Stream gucken. Wir hätten uns totgelacht, ja? Ich hab mir das noch nicht angeguckt. Ich will mir das eigentlich noch angucken, aber ich weiß nicht, ob wir das heute schaffen. Denn du fickst mit dem Bullen wie Lotto Chico. Ich flieg nach Puerto Rico, privat in einem Jet. Mit 4 Ehefrauen nach Scharia-Recht. Du kannst dir sicher sein, dass Shin die Beamte ruft, wenn ich ihn in die Finger krieg wie ein MMA-Handschuh. Du weißt, jedes deutsche Unternehmen cancel Farid. Deshalb wird Friends with Money zu einer Gender-Party. Und Shin, die deine T-Shirts in nur Bühnenkleider. Solche Outfits tragen wir nur bei Synet-Fire. Du bist ein flächen Rapper, Schrägstrich Ennis Becker. Mit Steuerproblem, weil du die Hälfte weg hast. Ich rap um Welten besser, du von einem Fan die Sweater. Einen Sweater, für den du und deine Fans gescampt hast. 150 für ne Box ist leider nicht normal, weil du mit Boxen verarscht wie ein TikToker. Ja, Kalb! Du bist mit Free Spirit gescheitert, es war nur ein Querschläger. Wie Shin die Angreifer, du hast Bushido allein gelassen, als er keinen hatte. Jetzt bist du allein und läufst zu ihm, du kleine Ratte. Er hat dich groß gemacht, wo wärst du ohne EGJ, bitte? Und als Dank verlässt du ihn, als jeder ihn disste. Ich brauch nur eine Zeile für deine Lebensgeschichte. Du hast wegen dem Kiffen deine Karriere vernichtet. Shin die Ashraf von OZ, ihr Drecksversager. Seht aus wie 3 Opfer von Jeffrey Dahmer. Hey, K und K öffneten dir Türen im Business. Und als Dank verbreitest du über sie Lügengeschichten. Inzucht stand bei dir sehr früh in der Liste. Oder wieso sonst liebst du es, deine Brüder zu ficken? Hab 2 Fragen, wenn einer von euch besser ist. Warum redet ihr so viel und warum rappt ihr nicht? 6 Jahre für einen schlechten Diss, der wirklich schlechter ist wie ein Metzger-Bitch. Ihr seid Informanten, habt die Mikros im Jogger drin. Ungefähr so wie wenn ich bei einem Interview bin. Ich bin auf der Street, ihr macht mir auf Twitch Drohungen. Farid Bang, 2 Jahrzehnte im Dissen der King. Als uns damals wegen dem Echo alle hassten, sagte Tante Mina, um dich rum sind falsche Ratten. Du musst jetzt aufs Ganze gehen, keine halben Sachen. Und das Wichtigste, Kolle niemals fallen lassen. Bei Gott, da sagte sie ein Jahr vor ihrem Tod. Zu der Zeit wurden wir keinen Tag von der Bild verschont. Eine Situation, in der sich nichts mehr lohnt. Und jetzt sag mir bitte, was ist dieser Shindy Bro? Was ist dieser Shindy Bro? Was ist dieser Shindy Bro? Hart, harter Song, Dreddies. Nein! Nichts, der Hobbit, der hat Angst vor mir. Doch wenn der Gnom das weiße Handtuch wirft, wird er damit stranguliert. Free Spirit, dein Dreckstrack war lame. Schnell mal übers Knie gebrochen, wie Batman von Bane. Kommt der Pisser mir an, nach einer halben Dekade. Einzige, was du gefickt hast, deine eigene Marke. Hat die Botox-Bitch gedacht, sie kriegt einen ganzen Antwort-Song? Nee, du bist jetzt für paar Jahre Punching Ball. Brüder seit der Anfangszeit, Boss und Banger, 35 Jahre purer Machergeist. Seit den ersten Straßenfights, straight durch den Hass und Neid. Leute kamen, Leute gingen, Leute lästern, Leute fallen. Seit Asphalt-Massaker 1, illoyales Pack. Wenn die Masken fallen, sind die undankbarer als ein Basketball für Shindy. Zu viele auf der Blacklist offen stehen hier. Ich glaub, wir kommen nicht drum rum. Hier. Euch ehrlich, ich freue mich drauf, weil ich bin, Bruder, Dreddies, ich schwör auf meine Mutter, Digga, mir kann niemand den Mund verbieten. Ich sage euch, Shindy ist auch geisteskrank gut. Und wenn die Leute sich dissen, und wenn es nur auf Rap-Ebene bleibt, ich bin der größte Fan von diesem Beef. Ehrlich, Dreddies, ehrlich, weil Farid und Kolle sind geisteskrank, die sind die Eins, was dieses Dissen angeht. Aber Shindy ist auch krass, Bruder. Weißt du, er ist auch krass, er ist sehr wortgewandt. Und wenn es so bei Rap bleibt, Bruder, ich will mehr von diesem Beef sehen, so. Weißt du? Ja, ist immer Unterhaltung.